Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Preview zur Alpha 16 von 7 Days to Die zusammen mit der Danu. Hallöchen. Hi. Letztes und Mal haben wir ein dem bisschen... komischen Maler, Meister. Ja komm, das passt jetzt aber hier wunderbar zu den Pflanzen, wenn du da in den Pflanzen kommst du mal da noch hockst. Rüber? Sagst mir das noch einmal, dass das hier passt? Was? Na komm hierher zu mir. Sieht wunderschön... Oh, wir haben was vergessen beim Putzen, ja. Ich habe jetzt leider keinen Pinsel mehr. Ich auch nicht. Ist schön, oder? Oh Mann. War so Danu. Schön. Was? Hm? Was? Das ist weg. Das ist. Es geht nicht, es geht nicht. Hebt das auch für die Zombies. Die wollen wir jetzt nicht grillen und filetieren und ach, überhaupt ganz viele tolle Sachen mit denen machen. Es gibt ganz viele neue Sachen mit der Alpha 16. Letztes Mal haben wir uns aufs Bauen gestürzt. Heute stürzen wir uns auf die. Ja, auf die Elektro-Krimskrams-Gedöns-Sachen, wie auch immer, die da genau reingekommen sind. Und die Fallen, die die Zombies ein wenig zerlegen sollen. Dazu muss man sagen, dass das Ganze sehr komplex ist. Wir haben uns das ein bisschen angeguckt schon. Das eine oder andere werden wir jetzt aber auch on the fly quasi versuchen hier zu lernen und selbst zu verstehen. Also insofern, wir sind ja noch nicht die Vollprofis drin, aber wir probieren uns einfach mal. Fangen wir bei der Stromerzeugung an. Es genau gibt drei verschiedene Arten von Generatoren, die Strom liefern. Das eine ist der simple hier, den wir haben. Eine sogenannte Generator Bank. Der braucht... Können wir mal reingehen? Der braucht... Ich gehe gleich wieder raus, dann kannst du es zeigen. Warte, der ich braucht gehe zu dem unten. Oder so, genau. Wir haben jetzt zwei. Der braucht Benzin, dass er läuft. Verbraucht das relativ langsam. Jetzt hat er knapp 60 hier verbraucht und er läuft schon ja, zwei, da drei unten Stunden mal oder 80. So. Ja. Und er braucht Motoren. Die Anzahl der Motoren liefert dann die mögliche Leistung. Hier sind es jetzt die 500... Anzahl und die Qualität. Und die Qualität, genau. Mhm. Hier sind es jetzt 552 Watt, die wir hinkriegen. Wenn man jetzt einen Motor mal rausnimmt... Moment, muss ich ihn ausschalten für... Wenn man Motor rausnimmt, dann sind es noch 460, 368 und so weiter. Das heißt, da je mehr, desto... Und wir die haben Watt, viel zu viele Motoren da drin, dann natürlich, heißt das. Für das bisschen, was wir hiermit machen, schon. Die Lampen, die dann daran angeschlossen sind, also alle Lampen, die es jetzt hier gibt im Spiel, die sind nicht mehr automatisch irgendwie, dass sie leuchten, sondern die muss man anschließen. Darum hängen hier leider Gottes auch immer wieder solche Kabel in der Gegend rum. Und da diese, suchen wir noch nach Ideen, wie wir die verstecken. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen, ob wir irgendwann mal so eine... Und Zwischengeschoss dann machen und die dann naja, da verlaufen lassen. Naja, sie sind ja noch nicht fertig. Da kommt ja noch was in der Alpha 17 von wegen ohne Kabeln und so. Wireless-Strom. Ja, okay. Aber das kommt meines Wissens erst in der nächsten. Ja, da müssen wir mal gucken. Ansonsten, ich finde es ja auch halbwegs realistisch. Doof ist nur, dass man die nicht so irgendwie an Blöcken langlegen kann oder so, sondern dass die einfach immer mitten durch den Raum hängen und hier eigentlich Stolperfallen werden. Ja, gut, oder dann, Kabelschächte oder sowas. Ja, irgend so ein Krams, ne? Also alle Lampen, die wir hier haben, die brauchen ab sofort Strom und die ziehen entsprechend Leistung. Hier diese Strahler sind sehr sparsam, die brauchen bloß 5 Watt, aber so summiert sich das dann eben auf und dementsprechend muss man dann mit Motoren nachrüsten oder eben kann auch mit einem kleinen Motor auskommen, je nachdem, was man da betreiben möchte. Und man braucht unbedingt dazu was? Was? Ja, was für ein Werkzeug brauchst du, damit du das überhaupt verbinden kannst? Ja, die Elektrikerzange, wie heißt genau denn das Ding? Weiß ich gar nicht. Wire irgendwas. Wire Tool. Wire Tool, genau. Mit dem Wire Tool kann man mit der linken Maustaste, wollte ich gerade mal gucken, ob man was abnehmen kann? Nö. Es geht eigentlich nur mit der rechten Maustaste, da kann ich sagen, okay, ich nehme ein Kabel. Oh je. Hänge ich wieder an der Leine. Und er hängt jetzt die restliche Folge an der Leine. Dann schließe ich diese Lampe hier beispielsweise an. Da hat man dann auch gesehen, die braucht 5 Watt. Und dann ist die entsprechend an- und ausschaltbar. Bei diesen Lampen gibt es übrigens eine neue Funktion, die ist auch cool. Wenn man E gedrückt hält, dann kann man hier zielen, wohin die scheinen soll. Da oben gibt es eine Kamera, also eine oh Kamera. Gott. Und da kann man dann sagen, okay, komm, du beleuchtest jetzt die Ecke hier. Wobei das immer nur im 180-Grad-Winkel zu dem Punkt geht, wie sie aufgebaut wurde. Das heißt also, guck, jetzt ist er anders ausgerichtet. Das heißt also, man kann jetzt nicht 360 Grad Schwenks machen, sondern man muss beim Bauen noch immer schauen, in welche Richtung. Die ist jetzt auch schon falsch aufgebaut gewesen. Die hat beim Bauen hier hingeguckt, in die Richtung. Und daher ging die jetzt nicht nach rechts zu drehen. Naja, also das ist eine schöne neue Funktion, finde ich. Und wie komme ich dann raus wieder mit E? Ja, einfach Escape oder Tab oder so.
Also. Nett. Ne, dann ist das jetzt hier mit den Lampen hier oben quasi versorgt. Und genauso funktioniert das mit den Lampen unten. Mhm. So. Was jetzt aber echt noch so eine Sache ist, wo ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen bin, da können wir jetzt noch mal ein bisschen experimentieren. Es gibt auch Schalter. hier, das müssten die Dinger sein. Use to trigger electrical events when activated. Also, da nehmen wir uns mal ein paar Schalter raus. Einfach Switch eingeben. Im Cheat-Menü. Ja. Und dann baue ich jetzt hier mal einen Schalter hin. So. Und dann schauen wir uns mal an, was man mit dem so anstellen könnte. Ich würde jetzt nämlich erstmal hergehen und versuchen. Vom Generator, Verbindung daher. Ja, ich wollte jetzt. Moment. Generator. Kann man irgendwie Kabel abnehmen? Nö. Ich glaube nicht. Ah, jetzt hast du es von der Lampe zum Switch. Okay. Okay. Moment, ich mache jetzt mal die Lampe aus. Mal Switch mal an. Hm. Ja, das funktioniert gut, ne? Vielleicht nicht für die Lampen. Normal eigentlich schon. Kann man die ganz normal auf- und abdrehen? Moment. So. Okay, Moment. Das ist gar nicht so einfach. Man muss immer vom Generator zu einem Gerät gehen und nicht andersrum. Leider, ja. So, und jetzt mache ich hier mal. Das interessiert ihn nicht. Warte, ich drehe ihn dann mal ab. Probieren mal aufzudrehen. Ja, ne, läuft gut, ne? Also wie gesagt, alles haben wir auch noch nicht verstanden. Used to trigger electrical events when activated. Hm. Also eigentlich klassisch Schalter an, aus. Eigentlich ja. Das ist, schade. Scheiß Ding. Pass mal auf, wir machen das nämlich mal, machen wir mal hier draußen. Wir bauen jetzt mal eine Verteidigungsanlage auf. Vielleicht kann man den Schalter dann da irgendwie einsetzen. Okay, ich mache da draußen mal ein bisschen Platz. Bauen wir wieder das volle Programm? Ja, natürlich bauen wir das volle Programm. Also halbe Sachen machen wir nie. Ja. Nein. Nicht beim Patch austesten, nie. Warum? Was denn? Ach so. Schwierig. Irgendwie. Was? Wenn ich hier den Zaun platzieren will, der. Der legt sich auf den Boden, statt senkrecht zu stehen. Das ist so ein bisschen schwierig. Versuchst du das denn schon zum Drehen? Mit ja, der Maustaste? Dreht sich dann ganz komisch. Ja, warte, lass mich da. Mal gucken, man dachte, du machst das näher beim Haus. Ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil wir müssen ja auch noch diese Plates und so weiter, also die diese hätte Fallen. Ich oben drauf gesetzt. Achso, die, ja. Die Miniguns, Mini-Turrets hätte ich oben hingesetzt. Das ja. Die Mini, ja, das gibt es nämlich auch noch. Es gibt noch Selbstschussanlagen sozusagen. Kannst du hier mal noch ein bisschen jäten? Oder warte mal hier. Aber immer. Natürlich. Solange du noch keine Kabel verlegt hast, gerne. Ja, auch wenn, dann sind sie auch noch nicht. Weißt du, was wir nicht aufgebaut haben in unserem Haus? Mhm. Betten. Ja, wir werden doch nicht sterben, Danu. Wir sollten uns mal die Position merken. Moment, ich baue mal zwei. Du brauchst mal zwei Betten. Ich weiß warum. Oh Mann. Nicht, dass wir bei dem Vorversuch bei dieser Aktion ab und zu mal gestorben. Nein, nie. Wo ich übrigens vorhin, wo ich eben vorhin aus dem Takt geraten bin, es gibt neben dem Generator, den wir gesehen haben, der mit Benzin arbeitet, gibt es noch andere Generatoren, nämlich einmal für die Batterie, also ein Batteriebank,
Und dann gibt es noch eine Solarbank, die eben mit Sonnenenergie arbeitet und ich vermute dann auch nur tagsüber entsprechend Energie liefert. Koja? Ja, bitte. Kannst du im Haus auflegen? Bitteschön. Moment, ganz kurz. Ich brauche hier mal so eine Guckmach. Das sieht gut aus, oder? Ja. Übrigens, daher so schaut das Rainforest jetzt fertig aus. Und das schaut doch cool aus. Ist durchaus schick, auf jeden Fall. Ja. Ah, der Schlafsack ist auch fertig. Gut. Dann kann ja jetzt quasi nichts mehr passieren. Nein, so. Niemals mehr. Also diese Solarpanels finde ich auch recht cool, muss ich sagen. Das ist halt nur wahrscheinlich dann wirklich ein Problem. Ja, es dürfte ein Problem sein, halt, wenn die dann nachts keine Energie liefern. Naja. Tagsüber brauchst du ja eigentlich fast nicht. Du weißt ja nicht, was noch dazu kommt. Wie gesagt, der Strom ist ja noch nicht fertig. Wenn dann Eiskästen oder so auch Strom verbrauchen, kannst du durchaus als Unterstützung, denke ich, nehmen. Als alleinige Quelle, nein. Mhm. Aber als Unterstützung, warum nicht, ja. Ich meine, in der Hordennacht, gut, da musste ich sowieso speziell vorbereiten. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, und dann gibt es eben noch die Battery Bank. Sekunde, falsche Menü. Aber die kann man auf jeden Fall schön oben aufs Dach platzieren. Ja, an sich schon. In dieser Dreiecksformation. Ja. Und die Batterie-Gedöns hier, die bauen wir jetzt mal hier auf. Die nutzen wir jetzt mal für das, was wir hier bauen. Und die arbeitet dann wie das andere Gerät, nur eben mit Batterien, die man dann hier entsprechend rein basteln muss. Ah, und da muss man auch was reinlegen. Das habe ich auch schon gesehen, die Solarpaneele. Die Solarpanels, die gibt es beim Händler zu kaufen, habe ich gelesen. Aha. Und ich glaube auch ab und an als Loot. Bin ich jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Aha. So, hier mit den ganzen... Oh ja, hier sieht man jetzt übrigens, ich habe die Batterien drin. 6 sehr gute Batterien. Und das sind gerade mal 288 Watt. Das heißt also, der Benzingenerator, der bringt immer noch am meisten anscheinend. Und da bringt eine Solarzelle 29 Watt circa. Aha. Und zwar eine sehr gute Solarzelle. Okay. Also. Insgesamt 174 Watt. Dementsprechend wird es wahrscheinlich aber billiger sein, das herzustellen, beziehungsweise das wahrscheinlich auch zu bekommen dann. Du bist in der Battery derzeit nicht drin, nein. Okay. Nee, bin ich nicht. Ich baue hier gerade nochmal so einen anderen auf, dass wir da dann entsprechend auch ein bisschen Leistung haben. Ja, im Prinzip kannst du alle drei benutzen. Die Solar hat jetzt auch. Genau. Jo, was wir hier aufgebaut haben, sind Elektrozäune, die dann eine Art, ja, so Elektrofalle darstellen. Also wie so ein Weidezaun mit ein bisschen mehr Saft sozusagen. Und ein paar Kleinigkeiten. Genau, und die macht, oder diese Zäune machen zum einen Schaden und verlangsamen zum anderen die Gegner. Das ist das eine, das werden wir dann gleich anschließen. Das andere ist, wir machen mal bei Trap, da schauen wir uns das mal an. Mhm. Da gibt es jetzt die Dart Trap, die kenne ich selbst noch nicht, die schnappen wir uns einfach mal. Und die Plate Trap. So, und dann gibt es hier Stacheln für Fallen. Siehst du das? Schaden 3, Schaden 1, Schaden 4. Ja. Hast du eine Ahnung, wofür? Naja, das erste sind die normalen Holzstacheln. Ich glaube fast, das sind die Aufbauten irgendwo. Dass man da noch was draufbaut, ne? Das scheint mir nämlich auch so. Die sind mir nämlich jetzt noch nicht begegnet bisher. Nee, ich glaube, die sind nur vom Dev. Die sind, glaube ich, nicht so zum Bauen. Schau her mal, das sind diese da. Die du finden kannst einfach. Ach so, das sind die. Ach so, das sind die mit schon ein bisschen Schaden drauf. Die nicht mehr ganz ganz sind. Genau. Ach so, dann ist das nur vom DevKit in unserem Cheat-Team. Genau. Wir können ja quasi die ganze Welt derzeit nachbauen. Das stimmt. Ja, gut. Also, dann haben wir die Blade Trap und die Dart Trap. Und die Dart Trap braucht Eisengeschosse als Munition. Bauen wir jetzt die zuerst mal auf. Kann man das mit die herstellen? Ja, genau. Hier mal. So. Die haben wir schon gefunden. Hast du noch so ein paar Blöcke da, nu? Was für Blöcke? Ganz normale, einfach irgendwas. Hier, Stein. Ist noch im Inventar, meine ich. Nein, aber ich kann schnell holen. Ja, das wäre supi.
Dann baue ich so lange die Blade Traps auf. Okay. Wo hättest du sie gern hin? Ich brauche einfach so, dass ich da drauf dann diese Dartblöcke stellen kann. Das ist so, dass man da so schießt mit. So in die da? Ja, zum Beispiel. Oder ein bisschen weiter vorne auch noch. Okay. Okay. Lass mich ja. Und da drauf hättest du jetzt gern die Dart. Da drauf würde ich dann die Dart-Dinger stellen, genau. Okay, schauen wir mal. Aber natürlich in Schussrichtung nach vorne, oder? Ja. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie man das... Ich meine, das ist jetzt beileibe keine ausgeklügelte Taktik. Bitte? Die schießen ja nach oben. Warte mal, kann man die... Nee, die schießen nach vorne. Also die ich gebaut habe, hat nach vorne gerichtet gehabt. Ja, du musst nur umstellen auf Advanced. Beim Ausrichten. Und bei mir war es zum Glück automatisch. Was die Dinger kosten, wie man sie baut und dergleichen, das schauen wir uns dann in Ruhe an nachher. Da werden wir sicherlich auch noch einen Blick drauf werfen. So, was wir dann noch haben, sind Turrets. Und die würde ich aufs Dach platzieren. Ja, und auch ein paar hier unten, würde ich sagen. Okay, dann stelle ich da noch ein paar Blöcke auf. Nee, die oben drauf noch, oder? Ach so, auf die? Ja, warum denn nicht? Geht natürlich auch. Hast du die Munition dazu? Nein, natürlich nicht. Es gibt zwei Arten von Turrets. Einmal so ganz normale Minigun-Turrets sozusagen. Und die brauchen die 9mm. Genau, die brauchen die 9mm Muni und es gibt Shotgun. Sag mal. Es gibt Shotgun-Turrets. Gar nicht so einfach zu bauen. Setz dich da drauf. Es gibt Shotgun-Turrets, die dann die ganz normalen Shotgun-Shells brauchen. Und ein wenig mehr aus der Nähe dann natürlich den Schaden machen. Also mehr Nahkampfwaffen sind. Die Shotgun-Turrets... Was habe ich denn da oben jetzt drauf gebaut? Das waren die normalen, ne? Die normalen. Ja, okay. Dann kommen jetzt hier die Shotguns. Ich mache einfach ein bisschen näher hier vorne hin. Aha. Und denk dran, dass du ein oder zwei so platzierst, dass man die auch, du weißt, steuern können und so. Keine Ahnung, was du meinst. So. Manches Mal vergisst du schnell. Verdrängt. Und du, wenn es im Kram passt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich glaube, wir brauchen hier noch viel mehr Elektro-Kram. Mal gucken. Ich versuche mal zu vernetzen. Na, sag mal, wie heißt denn? Kannst du auch die Dings bestücken? Welche? Die Dart fallen? Ja, kann ich auch gleich. Was man beim Bestücken nicht vergessen darf, man muss die Ammo hier auch noch locken, sonst tut er nämlich nachher nichts. Ja, wobei das manchmal noch ein bisschen komisch ist, ne? Ja. Aber werden wir sehen, vielleicht klappt es jetzt so. Die sind einmal alle schussbereit. Das da hinten. Ah, das ist jetzt. Oh ja, das ist noch ein normales. Was ich ja noch nicht weiß, ist, was diese schöne gelbe Anzeige hier soll. Ist das so, wie weit die Elektro-Reichweite ist? Nee, hier, das sind die Waffen. Die haben, wenn ich mein Elektrogerät hier, meine Zange in der Hand habe. Das ist die Anzeige für die Waffe, ja. Wie weit die schießen, glaube ich, ne? Wie der Radius so ist. Wo hast du die Shotgun hingestellt? Ach, da ist noch einer. Vorne so. In der ersten Reihe auf dem Boden. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alle anschließen können, aber egal. Wir haben doch oben auch noch Energie. Moment, falsch. So. Also das mit den Kabeln ist noch so ein bisschen... Will ich mal sagen. Das ist der erste Wurf. Ja. Ich würde sagen, warte ein bisschen. Das kommt wahrscheinlich noch. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Also das ist noch sehr, sehr mühselig. Wenn man da wirklich ganz schön hin und her watscheln muss. Ich nehme jetzt mal hier das Batterieding hier, das schließen wir auch mal an. Liest du das schon? Rennt das schon? Irgendwas rennt, irgendwas knattert, ja. Du weißt schon, dass ich noch von B-Führung bin. Was schießt denn hier?
da angetrappt. Aua, aua, aua. Aber auf was schießen die? Das frage ich mich auch gerade. Hier ist nichts. Die schießen einfach nur. Kann man die ausschalten? Sind das vielleicht nur Trigger-Dinger, dass man die... Also ich kann sie anlocken. Die Ammo, dann hören sie auf. Oh, nerv. Okay. Also das sind mehr so Fallen, die dann durch... Vielleicht durch die Bodenplatten dann ausgelöst werden sollten das oder sowas, ne? Das wäre möglich, ja. Ich ja, hätte nämlich auch Bodenplatten, ja, die dann eben Ereignisse auslösen sollen. Aber das ist ja schwierig. Also Dart... Naja, wir können das mal, warte mal, wenn einer dann davor steht in einer Linie, hier so ein... Moment. Nur mal testweise, Moment. Oh, ich habe keine Schaufel. Nee, aber du weißt doch, wo du sie herkriegst. Das geht auch so. So, und dann könnte man doch jetzt mal so eine Blade... Wie heißt die? Da unten. Pressure Plate, genau. Das sind jetzt solche Platten, die, wenn man drauf tritt, ein Ereignis auslösen. Also zum Beispiel eben eine Falle. Ich vergrab die jetzt hier einfach mal. Und... Aber die wirst du irgendwo anschließen müssen dann, oder? Ja, ja, ich werde die jetzt an diese Trap machen. So. Und? Geh mal runter. Passiert gar nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie... Nix. Oder dass für die Schalter gedacht sind. Moment. Schließt noch... Hast du es noch angeschlossen? Ja, sollte. Okay. Achso, du war unlocked. Geh noch mal kurz runter. Ich bin nicht drauf, also. Geh mal drauf. Nee, da passiert gar nichts. Warte mal, die ist noch gar nicht angeschlossen. Noch. Moment. Einmal mit Profis. Ja gut, hier du bei dem ganzen Kabelwust. Moment. Okay. Jetzt dreh sie mal ab. Moment, jetzt ist aber die Platte wieder nicht dran. Also. Das ist noch sehr, sehr... tricky. Ah nee, warte mal. Und ich glaube, ja, nee, jetzt wo die Platte dran ist, dann ist wieder der Strom ab. Das heißt, du musst vielleicht den Strom an die Platte dranhängen. So blöd sich das anhört. Und dann mache ich das jetzt mal mit der Elektrozelle da, mit der Solarzelle. Ja. Die hat nämlich noch sonst nichts versorgt. Also, Kabel ist gerissen, glaube ich. Ja, ich muss das so rummachen. Oh, ist zu weit. Kannst du es nicht von hier? Also warte, müssen wir zuerst auch anschließen. Das ist noch, also da müssen wir noch ganz schön uns reinfuchsen, glaube ich. Da nur an der Leine. Nein, du bist an der Leine. Ja, ja, hier sieht man schon, die ist rot. Also die Leitung kann... Oh, die kann da auch nur sehr begrenzt lang sein. Vielleicht ist das auch noch je nach Gerät unterschiedlich. Warte mal, weil ich dachte nämlich, hier mit dem Ding kann ich weiter. Und? Nee, auch nicht wirklich. Ja, ne? Ja, warte, jetzt sind wir gleich da vorne. Mehr? Darüber. Und da? Ja, jetzt hat Strom. Probier sie mal. Ja, aber nee, das...
Haben die Kabel denn hier Strom? Nö. Wieso nicht? Die sind doch alle... Der war aus. Ich raff's nicht. Das so schaut man übrigens aus, wenn man durch die Kabeln rennt. Lauf du mal durch. Nein. Doch, doch. Einmal, damit ich es auch mal sehe, Danu, bitte. Ach. Ach ja, ist das nicht schön? Ehrlich? Ja. Du solltest da raus. Das tut, also über längere Zeit tut es dann doch weh. Ich habe noch ganz gemütlich 60 Leben. Ja, warte mal, wir müssen doch noch die Fallen, also die Dart-Fallen verstehen wir nicht bisher. Nein. Naja, wenn aktiv was los ist, dann kannst du das ohne Probleme anschließen. Theoretisch könnte man sie dann anmachen, aber ist die Frage halt, ob das Sinn macht, weil ich meine, dann ballern sie ja permanent. Ja. Also die das sind eigentlich so typische Dinger, die getriggert werden müssen über... Sieht man irgendwo, wie viel Strom da momentan braucht wird? Ja, oder? Ja, man kann nicht drunter durchziehen. Oh Mann, Koja. Ich dachte, man könnte drunter durchschleichen. Aha. Ja. So, jetzt wird es irgendwie gefährlich bei uns in der Basis. Ja, ne? Bin langsam. Also es ist echt wichtig, dass wir... Ich habe hier ein Problem. Ja. Kriegst du die Dings hier noch dran geschlossen, die Propeller? Probier's gerade. Ich krieg irgendwie gerade nichts mehr. Ah, jetzt mal wieder. Wow. Muss da, glaube ich, außen rum gehen, Moment. Wie hat er den Propeller platziert? Ach, er hat es doch geschafft. Na klar. Ach, fantastisch. Dann. Ja. Ich bin allerdings, also wie gesagt, noch so ein bisschen, also ich raff's noch nicht so ganz... Man kann halt von Geräten hier weiter verteilen den Strom. Das ist schon mal gut. Ja, also wenn es dann mit der Länge nicht ganz klappt. Aber wenn man dann jetzt so einen Schalter anbinden muss. Das geht nicht. Dann ist halt schwierig, weil wie sagt man dem Schalter, was er schalten soll? Ich weiß, es ist einer von euch. Dann könnt ihr das ja einfach mal in die Kommentare reinhauen. Ja. Was nett aus. Sieht schon mal ganz gut aus, ne? Ja, ich schau gerade von oben. So. Ah, da ist noch ein Moment. Mhm. Soll ich mir schon mal aussuchen, was wir spawnen, oder lassen wir einfach Hordennacht machen? Mach einfach mal die Horden. Obwohl, nee, dann kommen die am Ende aus einer anderen Ecke. Lass uns lieber was Schönes spawnen. Ich fliege auch mal dafür. Okay. Dann F6. So, dann... Immer da. Ich suche mir auch mal was aus, ja? Einen oder 25? 25. Okay. Aber nur einmal. Ja, ja. Ich. Alter. Da drüben lebt noch einer. Ja, da unten krabbeln noch so ein paar. Die haben alle keine Beine mehr. Ist ganz komisch. Ach, einmal noch? Ja, warte mal, einer lebt noch. Der läuft da rum völlig. Ich seh's. Die greifen überhaupt nicht an, ne? Jetzt flieht er.
Der Arme. Er tut mir fast leid. Der ist, glaube ich, komplett verwirrt. Nee. Ja, das ist der Nachteil. Der Loot verschwindet durch die Aktion zum Großteil. Echt? Nee, ich glaube nicht. Übereinander liegen. Moment. Warte, ich gehe mal ein Stückchen runter. Vielleicht kommt er zu mir. Also warte, ich sollte nicht runtergehen. Ich habe nur noch 10 Leben. Ich brauche mal eben eine Bandage. Ach, weißt du was? Nehmen wir einfach Bandage. Hat sich erledigt. Mhm. Aber das ist durchaus also nicht ganz schlecht gewesen, ne? Mhm. Nehmen aber ich glaube, dass mit dem, Blut ist nicht so schlimm, Danu, weil die haben das ja verändert. Erst wenn ich jetzt hier loote, verschwinden dann auch die Zombies. Also ich kann die jetzt hier zerkloppen, hier die. Und jetzt kann ich nicht mehr weiter kleiner machen. Ja, aber nur, wenn die da noch liegen. Nicht, wenn sie sich übereinander stapeln und sich selber auflösen. Das glaube ich, tun sie nicht mehr. Doch, tun sie. Ja? Ja, haben sie ja gerade gemacht. Okay. Na, dann, Darf ich nochmal was spawnen? Ja, es spawnen mal du was. Du auch? Ja. Was ganz Nettes. Was ganz Nettes, dann mach mal. Okay, ich such's gerade. Moment. Ich hab was. Ja, auch gleich. So. Nein! Oh, du hast 25 Bären, sag mal. Zombie-Bär. Sei ein bisschen laut. Nein, ich meine, ich hoffe, du hast Verbandskästen. Was, wieso? Weil die Walsche angreifen. Ach, die Walsche. Ich hab God-Mode. Ich hab keinen God-Mode. Aber schau doch mal die Zombie-Bären an. Die werden da gerade geschnetzelt. Guck das an, ey. Aber schau doch das an, die wären noch damit fertig, mit den Bären. Naja, also, aber mit nur Not. Bin mal gespannt, wann die ersten... Also die scheinen ganz schön lang zu halten, diese Rotoren. Ja. Die scheinen nicht wirklich kaputt zu gehen, ne? Yeah. Ja, ich würde sagen, die Turrets haben so leichte Probleme mit deinen Vultures. Ich glaube. Womit wir dann auch schon eine Schwäche gefunden haben, weil die verballern Munition ohne Ende. Oh ja. Und treffen nicht. Ich aber auch nicht. Huch. Oh, es ist leise geworden. Ist die Munition leer oder sind die Bären tot? Nein, Bären rennen noch 5 rum. Aber außerhalb der Reichweite, glaube ich. Ich möchte jetzt mal wissen. Also, wie viel haben die denn so verballert? Ich habe keine Ahnung. Wie viel hast du denn reingelegt an Muni? Alle komplett voll. Alle komplett voll. Dann hat der eine hier jetzt gerade 360 Schuss rausgehauen. Okay. Das war so eine normale Minigun. Das ist aber für die Menge, also nicht okay. Fast. Ja, aber gut, andererseits, das ist jetzt nur eine von, hast du nicht gesehen, ne? Also insgesamt haben wir hier jetzt bestimmt... Was man Schuss noch zeigen verballert. Können, ist, dass man jetzt selber auch schießen kann. Ja, das genau, das geht. Man kann sich jetzt an so einen Turret hier setzen und kann sagen, hier, ich nehme mich mal in die Camp. Ich glaube, wir sind in derselben, kann das sein? Nee, keine Ahnung, gerade. Ich schieße mit dir. Und? Genau, man kann dann in die Camp reingehen. Bisschen laut, aber sonst alles gut. Die ist eigentlich nur zum Ausrichten gedacht, glaube ich, aber trotzdem ganz nett. Also man kann dann da reingehen und auch damit rumballern. Oh ja. Alter, diese Zombiebären halten ein bisschen was aus. Ja, deswegen habe ich die jetzt gerade gespawnt. Vorher haben wir es mit normalen Bären probiert. Ja.
minimal übertrieben. Also die haben sie auf jeden Fall schwerer gemacht, die Bären. Naja, aber sonst bräuchtest du jetzt nicht mehr mehr als zwei oder drei von diesen Mixerblättern und ein bisschen Strom. Aber was die fressen, ich meine, ich baller jetzt auch noch mit drauf. Nein, nein, ich sag, du brauchst ja die Tourist eigentlich nicht. Das reichen ja diese, diese Drehräder da. Ja. Und ein bisschen Strom. Ja, das stimmt. Aber diese Drehräder, wir werden das uns noch anschauen. Die Folge ist schon längst wieder voll. Mensch, ja, das hat ich gedauert. Weiß, wir sind schon wieder bei über 30 Minuten. Wir werden uns das, das sind für, egal. Wir werden uns das noch anschauen, wie man die Sachen baut. Wir werden noch, anschauen, was es für neue Kreaturen alles gibt. Ja. Die Vultures haben wir gerade schon gesehen, diese Geier. Wir werden immer noch die, Bären gegrillt hier. Die haben ja auch eine komplett neue Textur. Wer, was, wie? Die Bären, die Zombie-Bären. Ach so? Ja, so haben es nicht ausgeschaut. Okay. Ja, also ein bisschen was zum Anschauen haben wir noch. Das war herrlich. Könntest du die Bären da mal wegräumen? Nee, das macht die Dame dann. Also nach jeder Folge müssen wir aufräumen. Nach jeder Folge müssen wir aufräumen und Boden wischen und ja. Oh Mann. Also ziemlich krasse Sache. Das mit den Fallen müssen wir noch rausfinden. Also wie man die aktiviert, wie man diese Schalter da betätigt. Vielleicht habt ihr da schon was rausgefunden. Das kapieren wir noch nicht, wie man unschwer gesehen hat. Die Autoturrets sind nett, verballern aber allerdings Munition ohne Ende. Man braucht also Nitratvorkommen ohne, ja, also da, puh. Das soll aber jetzt leichter zum Finden sein, hast du selber gelesen. Angeblich. Na ja, du und dein Nitrat. Ja, das ist schon ein Ding. Also die ballern halt richtig raus, hast du ja gesehen. Ja. Ja, da braucht man also wirklich Mengen. Insofern hat da alles eine Da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Nicht mehr. Ja. Ja, also alles Vor- und Nachteile. Ich finde es irgendwo ziemlich cool. Man hat jetzt nicht mehr nur diese Sticks und steht auf der Mauer und ballert, sondern man hat jetzt eben eine ganze Menge an anderen Möglichkeiten. Gerade auch mit Hinblick auf die Fallen sicherlich eine sehr coole Sache, wenn das dann irgendwann noch funktioniert mit den auslösenden Platten. Das kriegen wir aber sicherlich auch noch irgendwann hin. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt auf eure Meinung und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann, wie gesagt, die neuen Zombies, dann wie man die Elektrosachen baut und dann gibt es noch eine Folge und da gehen wir dann in eine sehr interessante Location. Britzel, Britzel, tschüss.